Wenn sich in der Elbe-Rosselhalle ein Pokal an den anderen reiht und Kinder und Jugendliche das Tanzbein schwingen, dann kann das eigentlich nur eins bedeuten. Die Revue-Tanzgruppe Showtime hat zum Wettbewerb um den Wanderpokal eingeladen. Der Verein, der sich selbst als ehrenamtlich arbeitender Tanz-, Sport- und Bühnentanzverein bezeichnet und ausdrücklich darauf hinweist, keine Tänzer auszubilden oder gar Ballettunterricht zu geben, lädt seit nunmehr 9 Jahren Tanzvereine in die Elbe-Rosselhalle. Normal sind die Tanzgruppen aus Plauen, Dresden, also Gräfenhainchen hat leider absagen müssen wegen Krankheit. Wir haben aus Schornewitz, wo kommen sie noch her, aus Riesa, überall. Also man muss wirklich schon überlegen, wir sind 15 Vereine, wo sie überall herkommen. Also wir sind ganz stolz drauf. Viele kommen schon vom ersten Tanzwettbewerb an. Es sind auch wieder neue mit dazugekommen. Einige mussten dieses Jahr absagen, sonst wären wir noch mehr Vereine gewesen. Ja, und im nächsten Jahr freuen wir uns schon, da feiern wir 10 Jahre und da wird es wahrscheinlich ganz voll werden. Doch zunächst galt es, die Darbietungen der 9. Auflage zu bewerten. Dabei hatte es die 5-köpfige Jury alles andere als leicht. 71 Mal musste zu den Wertungstafeln gegriffen werden, 71 Mal warteten gespannte Kinderaugen auf das, was da gezeigt wird. Also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich möchte nicht in der Jury sitzen. Wir sind froh, dass wir Fachkräfte haben, die jetzt dort sitzen, das alles bewerten. Selbstverständlich ist es schwer, wenn so ein kleines Mädchen da vorne tanzt und dann ein größeres Mädchen, wo man dann schon genauer hingucken muss. Es ist schon nicht so einfach, die Bewertung durchzuführen. 5-mal wurde am Samstag die Höchstwertung vergeben. Mit Applaus wurden alle Tänze gefeiert, egal ob Solodarbietung, Paar- oder Gruppentanz. Das Besondere ist die Vielfalt der Tänze, die verschiedenen Disziplinen vom künstlerischen, modernen. Wir sehen hier Breakdance, wir sehen Folklore, wir sehen also querbeet des Bühnentanzes. Für die Revue-Tanzgruppe Showtime geht es nach dem gelungenen eigenen Wanderpokal nach Zeitz. Im Dezember traditionell zur Weihnachtsrevue in die Marienkirche geladen wird, diesmal unter dem Titel Die Farben der Weihnachtswelt.